Grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie herzlich begrüßen zu dürfen zu dieser unserer gemeinsamen Arbeit an den anthroposophischen Leitsätzen von Rudolf Steiner. Wir sind mit unserer Arbeit ja nach 152 Leitsätzen und 24 Betrachtungen nun bei den Leitsätzen 153 bis 155 angekommen, und es trägt diese Arbeit nun den Titel mit Bezug auf die vorangehende Betrachtung, also die Anmerkung 24, was ist die Erde in Wirklichkeit im Makrokosmos? Und wir haben nun erleben können, wir haben nun durcharbeiten können, durch diesen vielen Leitsätzen von Rudolf Steiner, dass wir kommen können zu einem großen, erweiterten Wissen über das Menschsein als geistiges Wesen, über sein Leben vor der Geburt und nach dem Tode, dem Verbundensein als Mikrokosmos mit dem Makrokosmos, mit dem Weltenwort, dass wir genauer sehen konnten in den neuen Engelhierarchien, in die sich ja wieder teilen und gliedern in drei Gruppen von Engelhierarchien, und wie diese mit dem Menschen ihr Leben ansehen, wie sie wirken als Schaffer, als das schaffende, schöpfende, wesende Weltenwort, wie wir als Geschöpf entstanden sind und wie wir heute zur ich-bewussten Wesenheit werden konnten und wie wir uns weiter in die Zukunft hinein entwickeln können. Wir haben gesehen, wie das Christuswesen verbunden ist mit der Erdenentwicklung, verbunden ist mit der Menschheitszukunft, sodass wir heute näher betrachten, was denn die Erde und was die Menschheit für die Welt, für das ganze Werden der Erdensphäre und des Weltenalls bedeutet, so wie wir es als Menschen ansehen können. Ich möchte das zusammenfassen in dem Wort: Es zeigt sich überall in verwirrender Vielfalt, wie alles miteinander verbunden ist. Und was haben wir wirklich in diesen vielen Leitsätzen und Anmerkungen gesehen? Aber wir sehen ein heiliges Ansinnen, dem es folgend ist. Diese Vielfalt, diese Vielgestaltung der Welt, das Ziel und das Wirken des Erzengel Michaels in dieser Michaelzeit, dem Menschen, die menschliche Intellektualität zu bringen, damit in uns erwachen kann das Wirken des Michael weltgestaltend, der moralischen Weltenordnung entsprechend wirken zu können für die Zukunft der Menschheit und der Welt. Und das kann uns führen zu einer reinen Klarheit über das Menschsein, einer reinen Klarheit des Selbstbewusstseins, also sich selbst als Geisteswesen bewusst zu werden, einer Selbsterkenntnis, die zur Welterkenntnis wird. Und das, was uns hier in der vorhergehenden Anmerkung und in diesen Leitsätzen geschildert ist, dann, das kann man ja auch mit den Worten zusammenfassen: das Wunder des Menschseins. Und so möchte ich beginnen mit einem Wahrspruchwort Rudolf Steiners, das uns ja ausdrückt, wie der irdische Mensch ist ein Tempel für das irdische Ich, in dem erwachen kann das Streben, ein wahrer Mensch werden zu wollen. Durch den Vater all mein Leben, durch ihn auch all mein Sein, in dem Sohne all mein Streben, im Leben und auch im Tode. Durch den Geist alle Wahrheit, des Herzens und auch des Verstandes. So wird mir Licht, Liebe, Leben. Weitere Leitsätze von Rudolf Steiner mit Bezug auf die vorangehende Betrachtung: Was ist die Erde in Wirklichkeit im Makrokosmos? Der 153. Leitsatz.
Man hat sich im Beginne des Zeitalters der Bewusstseinsseele gewöhnt, den Blick auf die räumlich-physische Größe des Weltenalls zu lenken und vor allem dies zu empfinden. Deshalb nennt man die Erde ein Staubkorn innerhalb dieses physisch mächtig erscheinenden Weltenalls. Es ist das, was wir Menschen heute erleben, in der Ahrimansphäre, in dieser Zeit der Vorbereitung der Inkarnation des Ahriman, dass wir einer Art Manipulation, einer Art Gehirnwäsche auch in ganz schönen Umfang oder in ganz fürchterlichen Umfang ausgesetzt sind, die uns dazu bringen will, dass wir eine Vorstellung von uns als Mensch haben, dass wir eine völlig unbedeutende, zeitlich ganz kurz erscheinende, räumlich ganz eingeschränkte Wesenheit sind, die nur wie ein kurzes Aufzucken eines Staubkornes völlig bedeutungslos für das Weltenganze ist. Wir sehen ja auch, wie seit Jahrzehnten und Jahrhunderten zum Beispiel für den mitteleuropäischen Kulturraum es so ist, dass man alles Schlechte über uns ergießen möchte, dass wir uns selbst nicht wollen, dass man sozusagen die Unbedeutendheit der vielen kulturellen, geistigen, technischen, wirtschaftlichen, rechtlichen, philosophischen Impulse, die aus dem deutschen, mitteleuropäischen Raum kommt, einfach totschweigen will oder schlecht machen will, so dass die Menschen glauben, sie wären ganz unbedeutend für die Welt. Das ist etwas, was für die ganze Menschheit gilt, dass man ihnen durch diese Anschauung der Naturbetrachtung in arimanischer Hinsicht einreden will. Es ist alles, was du denkst, fühlst und willst, ist eigentlich mehr oder weniger bedeutungslos im Anbetracht der Winzigkeit deines Wesens in zeitlicher und räumlicher und Wirkungsmöglichkeit auf in dieser Welt. So habe ich hier vorbereitet, wenn wir das aus der astronomischen, aus der physikalischen, aus der astrophysikalischen Sicht ansehen, dann haben wir ein Planetensystem, das in dem ein Teil ist, der Planet, den wir Erde nennen, auf dem wir leben, dass wir selbst auf Erden, die ja gemessen wird mit einem Durchmesser von ca. 12.500 Kilometer, dass wir darin ja mit unserer Körpergröße von 1,50 Meter bis 1,80 Meter, 1,90 Meter im Mittel und natürlich auch etwas kleiner oder größer sein können, dass wir ja da schon ganz unbedeutend sind im Hinblick auf die Größe der Erdkugel und dass wir, wenn wir die Erde ansehen, wie wir in diesem Schaubild sehen, diese Erde ganz eine unbedeutende Größe hat im Verhältnis zum Zentralgestirn, also zu dem, was wir Sonne nennen. Wir haben in diesem Bild hier die Sonne und diesen ganz kleinen Punkt der Erde. Und wir sehen, wenn wir die Vorstellung uns machen in physikalisch-astronomischer Sicht des Planetensystems, das ist eine Aufreihung der Planeten. Also links sehen Sie ganz groß die Sonne und dann den kleinen Merkur, die kleine Venus, ähnlich groß der Erde, der wieder nur halb so große Mars und der deutlich größere Jupiter, Saturn und Uranus und Neptun. Dass wir also in diesen Vorstellungen nur ein Staubkorn im Verhältnis zur Erde sind und die Erde nur ein Staubkorn im Verhältnis zum dem Sonnensystem. So betrachtet ist die Größe, das Messbare, das Berechenbare der Abstände der Planeten des Sonnensystems. Wenn wir hier ansehen, wir haben ja, sehen uns ja oft an diese lemniskate, schraublinienförmige Bewegung, die das Sonnensystem macht in der durch den Weltenraum, dass wenn wir betrachten, diese wellenförmige, resonante Bewegung der Sonne, also dieses Schwingen der Sonne weglassen und nur in der Bahnrichtung uns die Planeten ansehen, dann entsteht, projiziert etwas wie fast zweidimensionale
elliptisch etwas abweichende Kreise. Und das hier ist die Darstellung von Sonne, Merkur, Venus, Erde, Mars, den inneren Planeten. Und in der nächsten Abbildung sehen wir, dass diese Verhältnisse des Räumlichen in der Einbettung zu den äußeren Planeten, also Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun, wiederum verschwindend gering ist, dass also diese Raumverhältnisse des Sonnensystems so gewaltig sind, dass wir uns ja ganz klein und unwichtig als Menschen sehen, ansehen sollen. Wir haben ja auch hier diese Tabellen, dass man sieht, wenn man diese Kilometer der Bahnradien, wenn man sie mittelt, also Radius ähnlich ansieht, dass eben die Erde ca. 150 Millionen Kilometer von der Sonne dieselbe scheinbar umkreist, dass zum Beispiel der Jupiter schon 778 Millionen Kilometer entfernt ist, dass wir also da riesige Distanzen haben und wenn das noch einmal in einer noch weiteren Stufe angesehen wird, dass das Sonnensystem Teil ist eines Haufens sozusagen von verschiedenen Sonnensystemen, dass das nächste Sonnensystem Alpha Centauri 40 Billionen Kilometer, das ist eine Zahl mit 12 Nullen, entfernt ist. Das Zentrum der Milchstraße, um das wir uns ja in den platonischen Welten ja bewegen, gar 247 Billiarden, also eine Zahl mit 15 Nullen ist. Und wenn wir uns das ansehen, man hat das in vielen Städten ja aufgebaut, um diese Verhältnisse in Vorstellung zu bringen, dass man in Maßstäben von zum Beispiel ca. 1 zu 100 Millionen die Sonne sich so ansieht, als wenn sie ca. einen Meter groß wäre, dann wäre die Erde ca. einen Zentimeter groß und der Jupiter 11 Zentimeter. Und dass die Entfernungen dann wären, in Metern die Sonne entfernt von der Erde ca. 1,5 Meter und der Jupiter 14 Meter entfernt. Und wenn wir dann aber den Alpha Centauri besuchen wollten, dann ist er 400 Kilometer entfernt. Bei einem Maßstab, einer Verringerung, also der Entfernung von 1 zu 10 Millionen, von 1 zu 100 Millionen. Das ist also das, was in unseren Vorstellungen wirkt, dass wir sozusagen als Menschen unbedeutend sind. Es wird uns eingeredet, dass die Kultur, die Zivilisation, die wir entwickelt haben, unbedeutend ist und dass wir deshalb auch keinerlei allzu große Bedeutung unserem Menschsein aneignen sollen. Und das ist, was uns Rudolf Steiner mit diesem Leitsatz zeigt, dass wir ja erarbeitet haben, dass wir Teil sind der Welt als Mikrokosmos, dass wir ein Geschöpf sind der Welt und dass wir durchaus als Menschheit eine ganz große Bedeutung haben für die ganze Welt, dass wir natürlich demutsvoll auch immer betrachten müssen, dass das, was wir bisher geworden sind, ja deshalb zumeist geworden sind, weil wir Geschöpfe sind. Das ist geschaffen. Es ist noch nicht vieles, was wir aus eigener Tätigkeit, aus eigenen Verantwortung verantworten und tun, erreicht haben. Dass wir aber sehen, es ist gar nicht so, dass wir ein Staubkorn sind, sondern das werden wir nun hören in den weiteren Leitsätzen. Wir sind ein Keim für eine neue Welt. Der 154. Leitsatz. Vor dem schauenden Bewusstsein offenbart sich dieses Staubkorn als die Keimanlage eines neu entstehenden Makrokosmos, während der Alte sich als erstorben erweist. Er musste ersterben, damit der Mensch mit vollem Selbstbewusstsein sich von ihm absondern konnte. Wir haben also das, was wir als Schaubild uns ja oft schon angesehen haben, dass die Menschheit über die alten Inkarnationen der Erde, den alten Saturn, alte Sonne und Mond, langsam erschaffen wurde von den höheren geistigen Wesen, von den Engelhierarchien im Auftrage der göttlichen Trinität, dass wir sozusagen sind etwas, ein Teil der Werkwelt, die als eine Art geistiges Ausatmen aus dem Geiste heraus entstanden ist, die Schöpfung der Welt.
und dass wir in diesem Erdenkörper leben können, weil wir dadurch durch eine Getrenntheit, durch die Sonderung, die Sünde, aber auch die Sonderung von der göttlichen Welt zur Selbstbewusstheit kommen können. Dass wir aber in uns auferstehen lassen können, die Gewissheit, das Erleben der übersinnlichen Welt und nun durch eigenes Streben hineinwachsen können, auch erlösen können, das Herabgestiegene der Werkwelt, das des der Schöpfung, dass wir das sind, was man nennen kann, eine Schöpfung, die sich selbst durch eigene Wesenheit und durch eigenes Denken wieder einatmen kann, wieder Teil werden kann der göttlich-geistigen Welt. So ist diese Welt eben dem Ideal folgend so gestaltet, dass Wesen wie der Mensch hervorgebracht werden können, die sich Schritt für Schritt, wir haben das in der Himmelsgeschichte, der mythologischen Geschichte und Erdgeschichte ja gehört, dass der Mensch einst Teil war der geistigen Welt, der höheren Wesenheiten, nach und nach sich individualisiert hat, nach und nach die Fähigkeiten, die Eigenschaften, die Leiber, die Seele be geschenkt bekommen hat, um sich zu individualisieren. Und die Trennung von der geistigen Welt brachte es mit sich, dass wir uns als Subjekt, als eigenständige Wesenheit betrachten können. Aus den Leitsätzen zitiere ich hier Folgendes: In dieser Tatsache, dass der Mensch in seinen augenblicklichen Vorstellungen nicht im Sein, sondern nur in einer Spiegelung des Seins, in einem Bildsein lebt, liegt die Möglichkeit der Entfaltung der Freiheit. Alles Sein im Bewusstsein ist ein zwingendes. Allein das Bild kann nicht zwingen. Der Mensch wird dadurch frei, dass er mit seiner Bewusstseinsseele aus dem Sein sich erhebt und in dem nicht seienden Bildwesen auftaucht. Wir haben dieses Bild hier uns betrachtet von der Spiegelung und der Wirklichkeit. Das ist das Erstorbene, in dem wir uns frei entfalten können als Individualitäten. Und so ist diese Welt entstanden, als eine Schöpfung, um den Menschen als Ich hervorzubringen. Aber wir haben, dadurch, dass wir uns nach und nach getrennt haben von dem Lebenden, dem Unberechenbaren, hin in das Berechenbare, ein zusehendes Absterben. Der Mensch wäre dann ganz ein erstorbenes Wesen ohne Lebendigkeit, ohne Geist geworden, wenn dieser Vorgang, dass die Schöpfung sich sozusagen ausatmet, verdichtet immer mehr in die Materie, nicht umgekehrt wäre, nicht erlöst worden wäre durch das Christuswesen. Es ist also ein Zerfallen der Leiber der Menschen zu erleben. Wenn wir in den Darstellungen Rudolf Steiners über das Mysterium von Golgatha, wie in der GA 131, hören, dass der Jesus von Nazareth, also die höchste menschlich entwickelte Individualität des Zarathustra in der Vorbereitung für die Jordantaufe in der Welt damals ging, um zu suchen, die Möglichkeit, die Menschheit vor diesem Zerfall ihrer Leiber, dieser Unmöglichkeit, sich wieder mit der geistigen Welt zu verbinden, umzukehren, wieder zu erlösen. So hat für die gesamte Menschheitsentwicklung die Gefahr bestanden, das Ich-Bewusstsein, die eigentliche Errungenschaft der Erdenentwicklung zu verlieren. Wie die zerfallenden Leiber von Adam abstammen, so stammen die geistigen Leiber des Phantoms, des Menschen, von dem Auferstehungsleib des Christus ab. Es ist also die Christustat, die dieses Ersterbende, dieses immer mehr Lostrennen von der geistigen Welt umgewandelt hat, uns erlöst hat davon, indem der Geist des Christus einzog in das Menschenwesenssein, in die irdische Wesensströmung. Es ist der Auferstehungsleib des Christus, also die übersinnliche Welt, die sich in diesen Keim, der entstanden ist als Mensch, hineingekommen ist, der Geist als das Urquellende des Lebens, durch den Geist die Bewegungen, die Bilder des Astralen, des Kosmos, was dann die Bildekräfte, das Leben zurückbrachte, wodurch der Keim, der Mensch nun
als eine aufblühende neue Schöpfung entstehen kann, wie aus dem kleinsten Samenkorn ein Baum entstehen kann, eine Eiche, eine Ulme, so kann entstehen aus dem Keime, das der Mensch ist, durch das Einziehen, durch das Auferstehen des Geistes, was ist das Ereignis von Golgatha, das Christuswesen, ist eben ein neuer Auferstehungsleib, eine neue Gesundung eingetreten in diesen zerfallenden physischen Leib. Wie der Mensch den verweslichen Leib erbt, kann er erben, was der Kräfteträger ist, der auferstanden ist aus dem Grabe. Das ist nun das, was der Mensch heute eben ist für den Makrokosmos, ein Keim, in dem eine neue Welt entsteht. Dafür verließ der Christus den Himmel. Ich zitiere aus der GA 148, der Christus verließ den Himmel, um diesen seinen Wohnplatz auf der Erde zu vertauschen. Mit der Erde zu vertauschen, das bitte ich Sie am rechten Lichte sich anzusehen und daran zu knüpfen, dann die Empfindung, das Gefühl, was geschehen ist durch das Mysterium von Golgatha, was geschehen ist durch die Christuswesenheit, worin das eigentliche Opfer des Christus, der Christuswesenheit bestand, nämlich im Verlassen der geistigen Sphäre, um mit der Erde und dem Menschen auf der Erde zu leben und die Menschen, die Evolution auf der Erde durch den ihr so gegebenen Impuls weiterzuführen. Es ist also das Samenkorn, das aus von dem Baume, von der Weltenschöpfung, vom Weltenall hervorgebracht worden ist und das verloren wäre, wenn der Geist sich mit ihm nicht verbunden hätte, der Christus, der sich damit verbunden hat und ihm damit diese makrokosmische Bedeutung gab. Die Christgeburt ist eine freie kosmische Tat. Das Erscheinen dieser alljährlichen auftretlichen göttlichen Liebe, was wir im jeden Jahreskreislauf mit Weihnachten, mit Epiphania, mit Ostern, mit Christi Himmelfahrt und auch mit Pfingsten feiern, das ist, dass wir diese göttliche Liebe, die auf Erden gekommen ist, um die Schöpfung weiterzubringen, um die Erlösung der Schöpfung zu beginnen. Christus wirkt in völliger Freiheit in den Berechenbaren, damit macht er unschädlich, was nur das Berechenbare begehrt, das Arimanische. Er überwindet das Arimanische. Das Ereignis von Golgatha ist die freie kosmische Tat der Liebe innerhalb der Erdengeschichte. Sie ist auch nur erfassbar für die Liebe, die der Mensch zu diesem Erfassen aufbringt. Weil die Weltenliebe, die die Schöpfung hervorgebracht haben, nun aus einer freien Liebestat sich mit ihr zu verbinden, um sie wieder, aber nun auf höherer Stufe, in die geistige Welt zu bringen. Und Rudolf Steiner weist darauf hin, dass der Christus ist der Erdengeist. Also ich zitiere aus der GA 97, könnten wir von einem fernen Stern herunterschauen auf die Erde durch lange Jahrtausende hindurch, so würden wir einen Zeitpunkt finden, wo Christus so auf der Erde wirkt, dass die ganze Astralmaterie von dem Christus durchdrungen ist. Er ist in all den Samenkörnern, in all den Bäumen, in allem, was auf der Erde wächst und sprießt. Darum musste Christus hindeuten auf das Brot und sprechen, das ist mein Leib. Es ist das Weltenwort, das sich hinein verbunden hat mit dem Keim einer neuen Welt, die dadurch entsteht. Und das erleben wir als Menschen, indem wir diesen Auferstehungsleib haben, mit ihm verbunden uns haben können. Und dass wir durch diesen Auferstehungsleib dieses tote, zerfallende des Leibes der alten Schöpfung nun als eine neue Schöpfung an uns haben, die uns die Ich-Bewusstheit möglich macht. Und in dieser Ich-Bewusstheit die Verbundenheit mit dem Christuswesen zu erleben, zu wirklich eine Christusverbundenheit zu haben, die uns die Möglichkeit gibt, an unserem Wesen weiterzuarbeiten, ein Wesen, das nun mehr und mehr in der Lage ist, Bewusstheit auch ohne diesen Spiegelungsapparat von physischem Leib und Ätherleib durch Geisteskraft, durch eigene Erkraftung von Denken, Fühlen und Wollen zu erreichen, das Durchdrungensein mit dem Christus Substanziellen, sagt er zu
oder Stein an der GA 53. Es ist, dass es uns die Möglichkeit gibt, in dem Leben nach dem Tode Bewusstheit zu behalten, dass wir nach und nach aufsteigen werden, dass wir bei Bewusstsein werden, sein werden können, wenn wir durch den Erinnerungsbild nach dem Tode gegangen sind, durch das Kamaloka, wo wir physischen Leib schon abgelegt hatten, ja lange, den Ätherleib abgelegt, unsere Verirrungen im Astralleib abgelegt und dann als Ich in der Sphäre der höchsten Engelhierarchien, der ersten Hierarchien, weilen zur Weltenmitternacht, in dem gestaltet wird unser neues Weltenschicksal, unser neues Schicksalswollen für die nächsten Erdenleben. In dem Christus sind wir gestorben durch den Geist, durch den leiblosen Geist, der Heilige Geist, werden wir in unserer Wesenheit wiedererweckt aus der Weltenmitternacht. Wir beginnen, ein Wesen kontinuierlicher Bewusstheit zu werden. Wir sind das, was dann ist, etwas Neues, was es in der Welt noch nicht gegeben hat. Und der Christus, er ist das Wesen, das uns wieder zum Erleben der übersinnlichen Welt und dazu bringt, indem wir, wie es in den neuen Testament dargestellt ist, an unseren Tugenden, an unseren moralischen, ethischen Fähigkeiten zu arbeiten und unserem Charakter zu arbeiten, dass wir uns wieder verbinden mit der moralischen Weltenordnung, dass die Art unseres karmischen Ausgleichs das größtmöglichste Menschenheil für den Rest der Erdenentwicklung hervorrufe, das wird die Sorge Christi sein. Der Christus als der neue Erdengeist, der Christus als der leitende Geist der Menschheitsentwicklung, er ist auch im Werden der Herr des Karmas für die Menschheit. Er wirkt so, dass die Menschen erleben, was sie verirrt haben, was sie falsch gemacht haben und wie sie es ausgleichen können zum Wohle der Welt, zum Wohle der Mitmenschen. Die Menschen werden nach und nach die Fähigkeit erringen, den karmischen Ausgleich, die ausgleichende Tat in der Zukunft geschehen muss, zu schauen, wie im Traumbilder, als ein Vorbild. Es ist also wie ein immer mehr und mehr näher rücken dieser Welt der Mitternacht, dass also es ein immer mehr unmittelbares Erleben ist, dass das, was man falsch gemacht hat, wirkt als eine Zukunftsgestaltung, dass das, was als Mensch mitarbeitet, dass wir als einzelner Mensch mitarbeitet, arbeiten an der Menschheitszukunft, an der Weltenzukunft im Sinne der moralischen Weltenordnung geschehen kann. Und es ist die heutige Michaelzeit, die uns die Fähigkeit des Denkens bringt, dass wir eine menschliche Intellektualität geschenkt bekommen, eingegliedert bekommen in unsere Ich-Wesenheit, dass wir denken können, die Wirklichkeit, dass wir nicht nur denken können, die Naturtatsachen, sondern die geistigen Tatsachen, dass in uns auflebt die Fähigkeit, im Herzen zu fühlen, die Wahrheit, die Wirklichkeit, dass dieses Herzdenken, das ja auch mit der Lotusblume, dem Herzchakra zusammenhängt und ihrer Ausbildung, dass wir erkennen die Wahrheit und trennen können von der Unwahrheit, dass von der Tatsache, dass die Ideen des Menschen nicht nur denken, also kalt Naturdenken sind, sondern lebendig, wesend, liebend, fühlend sind, sondern das Denken sehend wird, davon hängt unermesslich viel ab, haben wir in diesen Leitsätzen schon hören können. Der 155. Leitsatz. In der kosmischen Gegenwart nimmt der Mensch mit seinen ihn befreienden Gedankenkräften an dem Erstorbenen, mit seinen ihm ihrem Wesen nach verborgenen Willenskräften, an dem als Erdenwesen keimenden, neu auflebenden Makrokosmos teil. Und wir haben ja schon betrachtet das Wirken der Engelhierarchien, wie sie wirken auf den Menschen, dass er geworden ist, das Wesen, das er heute ist, und wie sie sich sorgen, die Hierarchien der Engelwesen, indem sie in unserem Denken und Fühlen arbeiten, in unserer Umgebung, dass wir uns entsprechend entwickeln können durch die dritte Hierarchie,
dass sie in unserem Fühlen und Sympathien, Antipathien arbeiten, das zweite Hierarchie, und dass sie in unserem Gewissen, unserem Schicksalswollen, unseren Lebenskräften arbeiten, das erste Hierarchie, dass wir gedacht werden, dass das Denken lebendig, wesenschaffend ist, dieser höchsten Hierarchien, dass sie uns durch ihr schaffendes Denken als Individualität entdenken und hervorbringen, dass sie so gebracht haben, uns hier in diese Welt, und dass sie uns weiter leiten wollen, uns helfen wollen, aber dass sie ihr Ideal, es ist eben das ich-bewusste Menschenwesen, das frei ist und die eigenständige Ich-Kräfte entwickelt, um Interesse an der Welt zu entwickeln, das Fragen, wie es der Bewusstseinsseele entspricht, und durch dieses Fragen, was leidet dir, das Mitleiden zu erleben, zu die Kraft zu finden, gestalten wollend, das Gute verstehen wollend, um es dann in die Welt tragen zu können, die Welt im guten moralischen Weltenordnungssinne gestalten, mitgestalten zu können. Wir wiederum sind die Vorstellungen, Gedanken und Wahrnehmungen der Geister der höheren Hierarchie. Also die Schöpfung, die Welt bringt uns hervor mit dem Ziele, uns dazu zu bringen, dass wir in der Verbundenheit mit dem Christuswesen eine neue Welt hervorbringen können. Es denken uns die Wesen der höheren Hierarchien, sagt dazu Rudolf Steiner. Sie stellen uns vor, diese Wesen der höheren Hierarchie ergreifen mit ihren Seelen. Sie ergreifen uns mit ihren Seelen. Das ist, was aus der Vergangenheit uns hervorgebracht hat. Die geistige Welt hat diesen Keim hervorgebracht. Wir haben das ja auch in den Betrachtungen, wie schon zuvor gesagt, der Himmelsgeschichte, mythologischen Geschichte und Erdgeschichte ja angesehen, dass in diesem Rückblick auf die drei Stadien der Menschenwerdung, also in dieser ganz äonenlangen Dauer der Himmelsgeschichte, wo der Mensch noch Teil war der höheren geistigen Wesen, dass das im innerlichen Erdensaal sein könnte, es ohne dies nicht zur Entfaltung kommen innerhalb der menschlichen Nerven, Sinnesorganen, Organisation, dass die menschliche Gedankenwelt entsteht, das, was hineingedacht wurde von diesem höchsten geistigen Wesen. Wir können es dadurch in unserer Gedankenwelt entwickeln. Es ist also das, was aus der Vergangenheit in uns hineinwirkt. Und wir hätten keine Gefühlswelt entwickeln können, keine menschliche, individuelles Fühlen, wenn das mythologische Zeitalter nicht gewesen wäre. Also könnte gegenüber keine Gefühlswelt gegenüber der Welt entfalten der Mensch, wenn diese Wesen nicht das hineingedacht hätten, geschaffen hätten. Und wir sind da, wo wir die Willenswelt entwickeln können im erdgeschichtlichen Zeitalter, weil sie individuell sind, die Schicksalsimpulse aufnehmen können, aber mit der Verbundenheit mit dem liebenden Christuswesen und dem, was uns Michael bringt, an der Fähigkeit zu denken, wir können dadurch uns wirken im Willen, in dem persönlichen, individuellen uns offenbaren. Die kosmische Erinnerung lebt in der menschlichen Gestalt als Kräfte, und diese Kräfte sind die Grundlage eines zukünftigen Schaffens. Es ist also ein rückblickendes Erleben der geistigen Welt, dass die Nervensinnesorganisation mit dem Kosmos verbunden ist, wie er es war, als er noch innerhalb des Göttlich-Geistigen nur keimhaft war. Es ist also die Vergangenheit, die aus den Weltenschöpferwesen herauswirkt auf uns. Die rhythmische Organisation lebt der Mensch heute in der Gegenwart. Der Mensch kann also fühlen, wie er langsam sich in ein Verhältnis bringt, zu einem Bewusstsein bringt gegenüber der Welt. Und der Stoffwechsel, Gliedmaßenorganisation, in dem kann sich der Wille für die Zukunft ausleben. Und das alles wirkt hinein in dem, was wir dadurch, dass wir losgelöst sind in der sich verhärtenden Welt, dass wir zur Selbstbewusstheit, zur Bewusstheit kommen können. Das ist also das, was wir ja schon mehrmals angesehen haben,
dass die Schöpfung uns hervorgebracht hat, dass wir individuell und unabhängig bis zu einem gewissen Grad von der geistigen Welt sind und dass wir zur Bewusstheit kommen können, das Übersinnliche durch den Christus wiederfinden können, Bewusstheit von uns, Selbstbewusstheit, Selbsterkenntnis erlangen können und das Denken, die Fähigkeit des menschlichen Intellekts entwickeln, dass Welten verstehend, Welten schaffend werden kann. Wir sind also dieser Keim, der hervorgebracht wurde von dem Weltenganzen der geistigen Welt in diese materielle Welt als ihre Werkwelt, als etwas, als eine Schöpfung, aber ein Keim. Es ist nicht nur etwas, was gestaltet worden ist, weil es schön, erhaben, majestätisch, groß ist und weil es dem Menschen die Fähigkeit der Individualität bringt, sondern weil es ein Keim ist von etwas Neuem, noch nicht Dagewesenes, das dadurch entsteht, dass der Mensch geistig erwacht und im Sinne der moralischen Weltenordnung durch die Anwendung der menschlichen Intellektualität schaffend wirken kann, indem er sich verbindet in wahrheitsgetreuer Weise mit der geistigen Welt. Es ist also dieser Keim entstanden und mit dem Ereignis von Golgatha, ich habe es vorher erwähnt, ist es eben gewesen, dass der Mensch so tief gesunken war, dass er in sich nicht diese Ich-Bewusstheitskräfte mehr entwickeln konnte, um sich wieder zu verbinden mit der geistigen Welt, von dem er sich gelöst hatte durch ein Götterwirken. Also die Erbsünde, diese Sonderung von Gott war ein Göttergeschehen. Aber wir hören eben von Rudolf Steiner, dass eben der Jesus von Nazareth, bevor der Christus einzog in dieses Wesen, erlebte, dass die Menschen nicht mehr die Offenbarungen des Jahwe, des Bat Kol hören konnten, dass sie nicht mehr im Physischen die Offenbarungen des Geistes erleben konnten, weil der physische Leib schon so zerfallen, so verhärtet war, dass kultische Handlungen, die durchgeführt wurden, nicht mehr dazu möglich waren, Verbundenheit mit den guten höheren Geistern zu erreichen, sondern dämonische Wesen einzogen. Und dass man erleben konnte, die Unmöglichkeit, die Menschheit wieder zu verbinden mit der geistigen Welt. Und das ist dann diese große, einzigartige Liebestat der Menschheitsentwicklung, das eingeborene Weltenwort, das mit dem Ereignis der Jordantaufe in diesem verzweifelten Jesus von Nazareth, der ja vorher verlassen wurde von dem Ich des Zarathustra, dann das Ich des Weltenwortes, der Christus einzog. Dass also der Jesus Christus blieb nach der Johannestaufe so mit dem Jesus von Nazareth verbunden, dass wir ihn ja hier nennen, ab diesem Zeitpunkt den Jesus Christus, dass die kosmisch-geistigen Kräfte, die als Schicksalswollen im Menschen einmalig wirken bei der Geburt, bei dem Jesus Christus ständig alleine unmittelbar wirksam waren, ohne die Beeinflussung der Widersachermächte, weil diese waren überwunden. Mit der Geburt in das irdische Dasein fließt das ein, das floss in dem Jesus Christus jeden Augenblick ein. Dadurch konnte er genauso wirken, wie es in der Schrift zuvor durch die Propheten angelegt war. In den Sternen konnte es gelesen werden, weil dadurch die kosmische Welt unmittelbar durch den Christus, durch den Jesus Christus auf Erden wirkte. Es ist also das Einziehen des Geistes der ganzen Schöpfung in die Menschheitsströmung. Und das ist das der Keim des Menschen, der drohte zu ersterben. Dieser Keim für eine neue Welt auferweckt wurde, mit Leben erfüllt wurde des Christus. Und so können wir sehen, dass wir diesen Keim bilden einer neuen Welt, dass wir dieses Wollen einer Zukunft entwickeln können, dass wir in dem Willen die Kraft entwickeln, eine Zukunft zu wollen, dass wir fühlen können, das Gute, das entstehen kann durch die Menschheit, dass wir denken können, die Welt, wie sie werden will, indem wir uns mit der moralischen Weltenordnung, mit der Ideenwelt verbinden können, wie Rudolf Steiner das in der Philosophie der Freiheit als die moralische Intuition, die moralische Technik beschrieben hat, dass wir das, was
als neue Welt entstehen will, in uns als geistige Wesen empfangen können und es in die Welt einleben können. Es ist das, was der Mensch erlebt im Fixsternhimmel, dass wir kommen. Wir haben das vorher schon angesprochen, zur Weltenmitternacht in einer Verbundenheit mit den göttlich-geistigen Wesen. Sie haben uns hervorgebracht und sie nehmen dann das auf, was vom Menschen aus der Erdenentwicklung kommt. Sie nehmen es wie eine Nahrung auf und sie bringen es dann zum Leben, dass der ganze Kosmos weiterbildet, das Menschenwesen, das sich zur nächsten Inkarnation vorbereitet, so dass das ganze Menschen-Zukunftswollen das Welten-Zukunftswollen ist. Ich zitiere Rudolf Steiner aus der GA 218. Nun, diese Arbeit besteht darin, dass im Vereine mit einer ungeheuren Anzahl erhabener geistiger Wesenheiten des Weltenalls der geistig-seelische Mensch den kosmischen Geistkeim seines physischen Menschenleibes im Geistigen webt, so sonderbar ihnen das erscheinen mag, den physischen Menschenleib als geistigen Keim herauszuweben aus dem kosmischen All. Das ist die größte bedeutsame Arbeit, die überhaupt im Weltenall denkbar ist. Das ist dann die Wirklichkeit der Anschauung der Erde aus dem Makrokosmos heraus, die Anschauung der Menschheit als der Keim für eine zukünftige Welt, wo die ganze Welt mitwirkt. Mitgestaltet, dass daraus entsteht eine neue Schöpfung, etwas Neues, noch nie Dagewesenes, weil die Freiheit und die Liebesfähigkeit des Menschen mit eingebracht werden kann, dass wir der Keim sind in der Verbundenheit mit dem Christuswesen für einen neuen Kosmos. Und so können wir den Willen des Menschen ansehen, dass wir, wenn wir unseren niederen Triebe der Leiber folgen, dem Instinkt, und den Verführungen, dass wir dann versinken noch weiter in die Werkwelt, in die Ahrimansphäre, dass das dann zu einem Tod des Keimes führen oder einen transhumanistischen Maschinenweltenapparat. Aber wenn wir das Ich entwickeln, die Ich-Bewusstheit, dass wir aus dem Denken heraus wirken können, wenn wir da diese Leiber zwingenden Dinge überwinden können, unsere Leidenschaften, Triebe, dass wir uns erkraften zum Geist selbst, dann können wir aus Wunsch, Vorsatz und Entschluss uns verbinden mit dem Weltenwollen der Zukunft, dem Christuswollen der Zukunft. Das wirkt in unserem Umkreis, um uns weiterzubringen. Es ist also das menschliche Wollen, das bis zur geistigen Freiheit kommt. Das, was dann den Keim dazu bringt, eine neue Welt hervorzubringen. Immer in Anbetracht der Demut, dass wir ein Geschöpf sind dieser geistigen Welt. Und das ist die Michaelzeit, dass die Verwaltung der kosmischen Intelligenz es ist, das gekommen ist, von der Verwaltung durch den Michael in himmlischen geistigen Sphären, dass das herabgesunken ist, dass die Verwaltung der kosmischen Intelligenz herabgesunken ist bis zur Menschheit, aber dass der Michael dies vorbereitet hat, dass das in einer ganz neuen Art nun entstehen kann, dass die kosmische Intelligenz wird menschliche Intelligenz in den Michael-Schülern, in den Menschen, die streben im Sinne dieser Weltenordnung, in diesem Weltenschicksalswollen für die Zukunft, dass sie wollen, dass das entstehen kann. Dass also der Menschengeist in demselben Maße, heißt es in dem Leitsatz 104, in demselben Maße, in dem das geistig-seelisch-lebendige im Menschendenken zurücktritt, lebt des Menschen Eigenwille auf, die Freiheit wird möglich. Wir erkraften uns so weit, dass wir durch unser Denken schaffend Wirklichkeit gestaltend werden können. So lebt in unserem Wesen, in unserer Umgebung, in unserem Welterleben, die Weisheit, die kommt vom Weltenwort, die Weisheit, die, wenn wir danach streben, erleben können und uns mit unserem Wesen verbinden können, dass wir Weisheit in uns tragen. Einer, der die ganze irdische Erfahrung aufgenommen hat, so dass er von einem jeglichen Ding weiß, wie es
entwertet werden kann, so ein Schöpfer geworden ist, wird ein Bodhisattva genannt. Das heißt, ein Mensch, der Body, die Buddhi der Welt genugsam, also den Lebensgeist erreicht hat, genugsam in sich aufgenommen hat, dann ist er reif, aus den innersten Impulsen herauszuwirken. Also das ist der Mensch, der sich in Zukunft, wenn er die Erzengelstufe erreicht hat, nachdem er am neuen Jupiter die Engelstufe erreicht hat, wirken kann, indem er Weisheit in die Welt hinaus schaffend wirken kann. Das ist die Michael-Sendung, dass ich zitiere: Man muss in der Weltgeschichte zurückblicken auf eine alte kosmische Epoche, in der Weltengeist und Weltenleib als eine Einheit wirken. Man muss die mittlere Epoche im Auge fassen, in der sie als Zweiheit sich entfalten. Und man muss in die Zukunft, die dritte Epoche, denken, in der der Weltengeist den Weltenleib wieder in seiner Wirksamkeit übernehmen wird. Wo wir also die Schöpfung, das Geschöpf sind, das so weit kommt, dass es den Keim verwandelt in eine neue Schöpfung. Michaels Sendung ist, in der Menschen, Äther, Leib, die Kräfte zu bringen, also uns weiter zu gestalten, dass die lebendigen, wesenhaften Geistgedanken wieder erlebbar werden, bewusst für uns, durch die die Gedankenschatten wieder Leben gewinnen. Dann werden sich den belebten Gedanken Seelen und Geister der übersinnlichen Welt neigen. Es wird der befreite Mensch mit ihnen leben können, wie ehedem der Mensch mit ihm lebte, der nur das physische Abbild ihres Wirkens war. Es kann dann in dem Tempel, den wir errichten können, in dem Geistestempel, dann kann die übersinnlich geistige Welt sich aussprechen. Wir können mit ihnen gemeinsam beginnen, als der Keim, der zum Leben erwacht, zum Geistesleben, schaffend, eine neue Welt erschaffend werden. Und was uns dahin führt, ist die Meditation, aber auch das Gebet. Das Gebet, das uns erkennen lässt, wir sind ein Keim von einer großen Bedeutung für den Makrokosmos, aber wir sind doch Geschöpf, dass wir durch das Gebet anerkennen, das göttliche Schicksalswollen, das in diesem Menschenschicksalswollen wirkt, dass wir demütig hinaufschauen zu den Vätern in den Himmel, das gemütsmäßige Verbinden mit dem Heiligen, also dem Heiligen Geist, dem unberührten, unbefleckten Geiste der geistigen Welt, das in den geistigen Reichen lebt, das Anerkennen des göttlichen Schicksalswollen einer Zukunft für die Menschheit und die Welt, das Verbundensein mit dem christlichen Wirken in der Welt, die Überwindung des materiellen Daseinsängstlichkeiten Menschen, also der Mensch, der ständig glaubt, der müsste Angst um sein materielles Dasein haben. Und damit eine innere Ruhe in dieser Vorstellung des Menschen als ein Keim einer neuen Welt zu bekommen. Das ist es, was der Christus gebracht hat, dass der Mensch diese Ruhe bekommt, indem er dem Christus nachfolgt, das Erleben des Christus. Es ist Liebe zu allem, was ist, das im Menschen entstehen kann, weil er der Welterlöser werden kann. Nicht heute, vielleicht auch nicht morgen, aber Schritt für Schritt können wir die Erkraftung bekommen, dass wir nach und nach die Welt erlösen werden können. Und das Wichtigste in dieser Liebe zur Welt eben ist das Erkennen, dass der Mensch nicht ein Staubkorn ist, sondern ein geistiges Wesen. Der Mensch in seiner Ich-Entwicklung als dieser Keim für die Zukunft der Welt, das ist das Wichtige. Das höhere Gute, das im Menschen nach und nach entsteht, nimmt selbst das Böse im Zeitenlauf in sich auf und verwandelt es durch eigene Kraft in ein Gutes. Und das ist dann das, die Menschheit wirkt auch für den Christus, dass die Menschheit, wenn sie sich im Sinne des Christuswollens, im Sinne der Zukunft der Menschheit entwickelt, dass sie bewirkt das Erwachsen des Christuswesens, das Verwundern, das Staunen des Menschen über die großen Wahrheiten und Erkenntnisse der geistigen Welt, wenn er eben den Vorhang zurückzieht und beginnt, die geistige Welt zu studieren und zu erkennen,
das Erstaunen über die Wunderherrlichkeit der geistigen Welt, das erkraftet den Christus. Ich zitiere aus der GA 143, der Christus nimmt seinen astralen Leib aus der Erdenentwicklung, aus all den Gefühlen, die als Verwunderung in den einzelnen Menschen gelebt haben. Das erbildet den Astralleib des Christus. Und jedes Mal, wenn ein Gefühl des Mitleids und der Mitfreude in der Seele entwickelt ist, so bildet das eine Anziehungskraft für den Christusimpuls. Mitleid und Liebe sind die Kräfte, aus denen der Christus sich seinen Ätherleib formt, bis zum Ende der Erdenentwicklung. Und drittens, das Heranziehen in die Menschenseele wie aus einer höheren Welt, das ist das Gewissen, dem sich der Mensch fügt, dem er einen höheren Wert beilegt als seinen eigenen individuellen moralischen Instinkt. Mit ihm verbindet sich der Christus am innigsten. Aus den Gewissensimpulsen der einzelnen Menschenseelen entnimmt der Christus seinen physischen Leib. Und so kommen wir dazu, dass wenn wir so die Nachfolge Christi versuchen zu erstreben, dass wir uns mehr und mehr verbinden mit der Gewissheit, dass wir Geisteswesen sind, dass wir in einer Entwicklung stehen, dass wir ein Keim sind, eine Mitverantwortung für die Zukunft der Welt haben, dass wir uns nach und nach durch unser Geistesstreben verbinden können mit dem Sinn des Lebens, mit dem Erkennen der moralischen Weltenordnung, dass die Wesenheiten der ersten Hierarchie, die Seraphime, Cherubine und Throne, sie richten die Menschentaten, sie schauen auf uns und sie helfen uns, sie auszugleichen, diese Gewissenskräfte zu entwickeln. Im Grunde genommen ist das menschliche Leben nur dadurch gerechtfertigt, dass wir unsere Gedanken in den Dienste des Guten und des Schönen stellen und unser intellektuelles Wirken durchströmt sein lassen von dem wahren, echten Herzblut des göttlich-geistigen Lebens, durchströmt sein lassen von moralischen Impulsen, sagt Rudolf Steiner dazu in der GA 130. Und das ist dann eine Vorstellung, dass wir nicht sind, ein Staubkorn in einem riesigen, räumlichen, berechenbaren Weltenall von Maß, Zahl und Gewicht, sondern dass wir auf dem Wege sind zum unberechenbaren, lebendigen, dass wir der Keim sind für eine neue Welt. Zum Abschluss möchte ich noch sprechen, ein Wahrspruchwort Rudolf Steiners. Die Weltgedanken zu erfassen, entreißt dem Leib die Seele und löst in ihr den Geist. Den Seelenwillen am Weltgedanken entzünden und im Wollen zur Welt zurückzuwenden, was sie dem Denken geben mag. Befreit in Liebes Schöpferkraft den Menschen durch die Welten, die Welten durch den Menschen. Vielen herzlichen Dank.